Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Scrap Mechanic. Ich laufe schon wieder automatisch. Bei mir geht immer mal dieses Steam-Overlay auf. Mann, 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 was ein Anfang in der Folge. Fantastisch. Aha. Hier liegt eine Kuh rum. Guten Tag, Herr Fleischhammer. Hallo, na? Ja. Was geht ab? Ja, wir sind in der neuen Aufnahmesession zu später Stunde. Ich muss jetzt mal kurz das Radio ausmachen, weil... Hat echt? Ja, findest du nicht? Sollen wir mal an? Ah, nee, also... Mach ich halt doch mal an. Doch, cool. Okay. Willi ist weg. Willi ist weg, ja. Willi ist grade, weg. Oh, warte mal. Willi wurde entführt. Wie kann das passieren, du? Ach ja. Ja, schwierige Geschichte. Ein großes Thema in Scrap Mechanic scheint die Baumwolle zu sein. Und wir sind uns nicht sicher, ob wir jetzt die Zeit und Lust haben, stundenlang in der Weltgeschichte rumzufahren, um das Herbstbiom zu finden. Denn Baumwolle in Scrap Mechanic findet man wohl nur in herbstlichen Regionen. Da sind dann sind die Bäume so rötlich-orange gefärbt. Und wir müssen Dinge tun. Ich sehe aktuell den Timer nicht. Also du musst mir sagen, wann das losgeht hier mit der Horde. Was ist da passiert? Achso. 5 Minuten 21. 5 Minuten 21, okay. Schreib dir das auf. Lass den Timer also laufen. Nein, warte. Ein Ziel, genau. Was machst du? Du machst Eisen, sehr gut. Ich mache jetzt Eisenblöcke, ja. Genau. Ein Ziel wäre, und da gucke ich mal, was uns das kostet, und zwar den Cooking Bot zu bauen, weil genau. Ich habe den Tipp bekommen, dass wir damit auf jeden Fall wesentlich leichter haben, das Problem in den Griff zu kriegen. Wir brauchen dazu aber diese Komponenten und davon haben wir halt nur zwei Stück derzeit und ich habe nur zwei Stück. Du hast aber 50 Eisen, hast du. Ne, das machst du jetzt gerade oder du bist dabei, 50 Eisen herzustellen. Aber ich mache nicht deswegen eigentlich, aber ja, ja, ja. Okay. Hast du Komponenten? Wie viel hab ich? Ich habe 70 Eisen jetzt. Komponenten. Ich droppe dir mal meine. Ups. Was? Jetzt. Davon brauchen wir nämlich 10 Stück, damit wir diesen Essensbot bauen können. Und du droppst mir deine aus Grund? Mit du das sammelst jetzt mit 50 Eisen und 50 ja. Dings und dann Platinen und dann machen wir uns diesen Essensbot. Okay, verstehe. Ja, alles klar. Und jetzt holen wir uns noch mal ein bisschen Zeug, sagst du, oder was? Wir holen uns jetzt ein bisschen Zeug, also... Und wir benutzen nicht mein Auto, sondern... Also nee, ich baue jetzt kein Auto, sondern... Doch, wir können auch erst das Auto bauen als den Essensbot. Dann lass uns das Auto bauen, bis der Mob kommt. Also ein kleines Scout-Fahrzeug, wo wir die Kiste drauf klatschen und wo wir beide drauf sitzen können. Das wäre klasse. Na, okay. Und du hattest doch einen richtigen Motor, oder? Den großen Motor. Nee, den hatte ich auf gar keinen Fall. Da brauchten wir nämlich diese Komponenten für. Ah, richtig, okay. Aber den normalen Scrap-Motor hast du. Ich habe zwei davon sogar. Also wir können ein Allrad machen. Okay, cool. Und du hast einen Fahrersitz? Ich habe einen Fahrersitz und einen Beifahrersitz. Einen Beifahrersitz, okay. Perfekt. Richtige Reifen wäre schon eine schöne Sache. Also die eigentlich ganz große nicht. Bienenwachs haben wir. Wir brauchen Holz, Eisen und Bienenwachs. 8 aber. Also ich könnte 2 Reifen machen, das wäre richtig. Die können wir vielleicht auf die Antriebsräder schon mal packen oder so. Ach, die können wir nicht aufheben hier? Doch. Entschuldigung. Doch, mit dem Bienenwachs, genau. Na, zumindest einen Reifen, dann haben wir 2 Reifen. Übrigens, die Lichter kannst du in der Helligkeit einstellen, wusstest du das? Nee. Mit E ran und dann ganz nach rechts drehen. Mach mal, geh mal rechts anders ran. Genau, und dann ist cool. Ganz cool. Sieht so ja schön aus. Ja. Schöner Effekt. Ich würde gerne, hast du noch Holz? Ich würde gerne, hast du noch Holz? Ja, ich genau. Habe Holz. Weil ich die Wände gern platzieren würde, so wie ich es als Tipp. Mach mal kurz so viel, dass ich den Reifen. Okay, gib mir mal die Zeit bitte, damit ich, weil ich sehe es halt leider nicht für diese Aufnahme. 2 Minuten 44. Okay, dann werde ich in dieser Zeit noch Holz farmen. Ja. Schrei ich laut, wenn ich schon wieder tot bin. Achso, ja, ich habe ja schon wieder ein Essensproblem. Schon dann wieder immer noch. Ist was. Haben wir was? Weiß ich nicht, hast du was? Ich habe 5 Flaschen Milch. Ich habe ja, Milch. Milch gibt so wenig Essen. Ja, weiß ich, aber besser als sterben. Können wir nicht irgendwas ernten? Wenn es fertig ist. Wir müssen halt düngen und gießen und das Gießen ist unser großes Problem. Ah, so. Das heißt, unser Beet, das sollten wir nach der Horde auf jeden Fall abbauen. Ne? Da ist ja diese Zeit, ja. In der man das abbauen kann. Und da sollten wir die Erde entfernen und einem... Au, ich wurde angegriffen von hinten. Au. Farmbot. Kriegst du aber hin, ne? Ja, krieg ich hin. Ja, Moment, wie viele Reifen kann ich denn? 1. Einer müsste doch hier sein. 2. Will mal mit E abbauen. 1, 2, 3 Reifen. Schade. Zeit. Ich bräuchte nur ein bisschen Honey. 6 Zeit. Honey. Zeit. Ich habe 7 einstecken. Ja, geil. 1 Minute 40.
Dann können wir uns die Reifen machen. Fett. Okay, pass auf, dann bringe ich das zuerst, dass wir die Reifen fertig machen können. Ja. Und dann kannst du auch den Rest Holz haben. Das ja, gib mir mal Holz, weil dann kann ich diese Verteidigung um unsere Dings bauen. Pass auf. Willst du das normale oder willst du das Scrapwood-Block? Ich gebe dir einfach das erstmal. Ja, und ich baue mit dem Scrapwood-Block, das ist perfekt, da kann ich mich diese Verteidigung bauen, die ich dir erzählt habe. Fett, habe ich mich als Tipp gesehen. Und zwar... Schön. Das ist zu viel. So. Okay, mehr Holz haben wir nicht. Schmal. Ist irgendwie eine coole Sache, dass man die Items hinlegen kann. Also die zu craften. Das ist ja in ganz wenig Spielen, ne? Dass sie real existieren in dem Sinne, was meinst du? Ja, quasi real existieren, beziehungsweise dass wir... Naja, einfach, das weiß ich nicht, dass man die platzieren kann einfach. So, das kann man ja nicht in jedem Spiel. Das stimmt, ja. Spiel. Weil Seven Days sind so im Inventar existieren, ne? Also, ja. Machen wir die Zeit? 26 Sekunden. Mhm. Und du hast gesagt, 5 breit muss der sein, der Wagen. Müsste. Nee, das war mit den Sachen drauf, das verwirf mal. Wir machen nur ein Ding, wo die Kiste drauf passt. Verwirf mal die Idee mit dem 5 breiten Wagen, der muss leicht sein, aber auch schwer. Du machst ja aus Eisen, das heißt, er hat einen guten Schwerpunkt. Einfach nur, dass wir gut drauf passen und noch die Kisten positionieren können. Es geht um Stabilität, weil ich habe einen Wagen aus Holz, habe ich im Livestream. Jetzt kommen sie. Von ganz rechts kleiner, hier kommen auch kleine. Okay. Ja. Noch was? Hab ich. Doch, hier wird angegriffen. Hier ist einer drin. What? Oh, hat der hier kaputt gemacht, der Dreckschwein. Oh, aber er hat ein Komponentenkit gedroppt. Was war denn so laut? Weiß nicht. Bei mir hat es Bling gemacht, okay. Achso, hier war ein Komponentenkit. Und der hat ein paar Pflanzen kaputt gemacht. Gut, aber worauf es hinausläuft mit diesem Rahmen, den ich hier drum gezogen habe, es geht darum, dieses Beet so abzusichern, dass wir hier ungefähr auf dieser Höhe, vielleicht auch ein bisschen tiefer, so einen Rahmen ziehen. Und zwar nicht eine Wand senkrecht, sondern senkrecht diese Blöcke, weil dann müssen sich die Gegner nämlich erst durch die einzelnen Blockschichten durcharbeiten. Und dabei kommt es nicht darauf an, ob die Wand senkrecht ist oder nicht. Ja. So, jetzt abbauen. Siehst du noch einen Timer? Nee, gell? Nee. Okay. Dann bauen wir jetzt hier die Erde wieder ab. Ich brauche mehr Eisen, du. Was hast du gesagt? Ich behaupte, es sind 6. Hat auch jemand heute im Livestream geschrieben? Andere behaupten, ich behaupte 9. Ja, also ich behaupte, gelesen zu haben, 9. Woodblock, Woodblock. Also jetzt haben wir 9. Ich mach mal 8. So. Safe call. Jetzt werden wir sehen, ob der Timer losläuft. Das wirst du wahrscheinlich nur sehen können. Gibt es Eisen? Nee. Geht einfach nur. Willst du Eisen haben? Ja, selbstverständlich. Also Scrap Metal. Da hast du richtig Eisen und 10 Blöcke. 80 Blöcke Scrap Metal. What? Wieso hast du sowas? Gibt's doch gar nicht. Oh. Guckst du auf den Timer, ob er startet? Absolut. Startet nicht. Und man kann wohl mit Wasser, wir müssten mal Wasser holen. Ja. Mit Wasser. Aber wollen wir dieses Feld nicht ans Wasser bauen? Wollen wir es direkt ans Wasser bauen, ne? Ja. Mhm. Macht mehr Sinn. Und wenn der Timer nicht läuft, dann können wir es auch einfach da lassen. Ohne dass jemand vorbeikommt und Unfug macht. Dann bauen wir direkt alles ab. Jetzt ist die Frage, da sind noch welche fast fertig gewachsen. Die sollten wir vielleicht wachsen lassen. Ne? Ja. Also die nur so rumgekeimt sind. Und wir können da aber auch nochmal 9 machen. Das geht ja. Man kann die Felder getrennt aufbauen? Ja, genau. Man kann die in einem getrennten. Und dann kommt auch nichts. So habe ich gelesen. Ich habe jetzt mal 4 hier sitzen. Ich las. Erlast. 5. Haben wir denn noch Erde irgendwo? Nee, haben wir nicht. Nee, keine Erde. Also ich habe jetzt... Nicht hier. Gut, ich hab genügend Erde dabei. Und ich würde sagen, wir machen Möhrchen und Tomaten. Das ist so ein schöner Ausgleich. Machen wir. Wo ist denn? Wie sieht's aus an der Autofront? Es läuft autig. Okay. Du hast das Cockpit jetzt am Anfang vom Auto gesetzt. Macht's Sinn? Jo, warum nicht? Oh, klar, kann man ja machen. Und dahinter kommt davor den dein Cockpit, wo ist der Klappstuhl? Wo ist der Klappstuhl? Mach keinen Scheiß.
Hast du genügend für die Reifen? Also hast ja, du Reifen genügend? Fertig. Hast du, und hier ist nochmal Eisen drin, ne? Das holst du dir auch raus. Das mache ich, Chef. Judy, was mache ich denn? Wo in welche Richtung ist denn Wasser? Wir brauchen hier mehr Eisen. Achso, ja. Wo war denn das hier Wasser? Das ist einfach straight, ne? Straight, okay. Ja. Ich war mit den Spielständen, war ich nämlich komplett durcheinander mittlerweile. Logik. So. Dann haben wir das. Jetzt noch Motor. Zwei Motoren. Und ich habe schon wieder Hunger. Okay, eine Milch. Richtig? Verdammt. Weiß nicht, ich hätte Milch. Also, wenn du haben willst. Verdammt, ich schaff's doch schon wieder nicht. Ah, kann ich Honig essen? Ja, dann baue ich das hier an den großen Baum. Dann haben wir nämlich Richtung Wasser noch einen leichten Rückhalt. Was haben wir mit dem Wasser? Also. Verdammt. Hören Sie zu? Ja. Ich höre zu, ja. Aber ich sterbe, genau. Ja. Sterbe, ja. Das machst du ständig. Spiel jetzt mit. Sterbe immer nur. Es gibt kein Essen. Ihr habt hier Pflanzen Sachen an, können sie nicht essen. Verdammt nochmal. Was mit dem. Warum kann ich denn nicht essen? Ich will was essen. Ah, mir geht's nicht gut. Aua. Was ist denn mit dir los? Pick up. Also du meinst 9, ja? 9. 9. Hallo? Ja, ich bin meine 9, ja. Nee, Babyform hat sich gerade verabschiedet, ganz kurz. Achso. Aber bin ich tot. Ich hatte die Kiste in der Hand. Ich hoffe, die Kiste ist jetzt noch da. Respawn. Put down. Moment, lässt du dich gerade killen? Ja, ja, ich bin da. Tot, klar. Gibt's nichts zu essen. Du kümmerst dich ja nicht um mich. Ich bin gerade das Feld am Aufbauen, damit also, wir was haben. Aufbauen. Ich habe die Kiste in den Tod genommen und bin mit Kiste wieder auferstanden. Abbau mehr. Ja, ich muss noch Holz besorgen. Hier ist irgendwo ein Bot. Aber ich kann jetzt schon mal pflanzen und dann kann ich schon mal gießen. Ich habe ja zwei Eimer und das Wasser ist nebendran. Also so. Ich mache jetzt 8. Das haben wir jeweils von einem, haben wir was und gießen. Also die hebt immer noch kein Timer, so viel kann ich sagen. Das ist doch gut. So viel aber dann haben wir ein bisschen Zeit, aber dann müssen wir auch looten gehen, weil... Jawohl, Chef. Und was mir auch noch jemand was ich gelesen habe, ist ein Vakuumsauger da, weißt du, gibt's doch? Ja. In Verbindung mit einem Wassertank. Es gibt, muss man gucken, siehst du in dem Piktogramm an dem Crafting-Bot gibt's einen Wassertank. Ja. Und ein Trichter, also der das einsaugt. Ja. Und ja, damit können wir Wasser ständig hier raussaugen und haben diese Wasserbehälter, weißt du? Ja. Die werden dadurch produziert. Alter, braucht man dafür Schüssel. Wir brauchen irgendwas, wo wir diese Komponentenkits farmen können. Das ist nämlich unser Problem. Ja. Das müssen auf jeden Fall farmen. Die Komponente. So, ein schönes McTawson Federbein-Fahrwerk einbauen. McPherson meine ich. McTawson. Verstehst du? So, ich baue jetzt noch ein paar Bäume um. Du machst das Fahrzeug fertig? Jawohl. Dann mache ich das Beet hier fertig. Aufgaben teilen. Ihr könnt ja mal jeweils auf den Kanälen des anderen zuschauen. In der Zwischenzeit, genau. Wenn ihr Spaß bei dem habt, was wir hier machen, also wenn ihr Bock auf diese Folge habt und weitere Folgen sehen wollt und die Kanäle noch nicht abonniert habt, dann macht das einfach mal, denn laut Statistiken gucken rund 60% der Zuschauer ohne Abo. Also es schwankt je nachdem, nach Folge und auch Kanal, aber sehr, sehr viele gucken ohne Abo und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann wäre es cool. Und Däumchen wären Träumchen. Das machst du jetzt nochmal mittendrin. Ich mach das mittendrin, weil das hat jemand auch in Kommentaren geschrieben, weiß auch nochmal drauf hin, ich vergesse das gerne, einen Daumen nach oben zu geben, das kann ich mir vorstellen, warum nicht? Du guckst die Folge fertig, machst dein Handy zu oder dein Tablet oder was auch immer, und wo hier so, geschaut wird und denkst so, ja, weiter im Leben. Mehr brauche ich aber auch nicht. Und dann denke ich mir halt, vielleicht ja schon, vielleicht habt ihr doch Bock mehr zu gucken. Nein, Quatsch. Also zumindest kann man nicht unterlassen zu sagen, dass es weiterhilft halt, ne? Also mehr Reichweite heißt auch mehr. Ich hatte so ein Farmer von hinten. Interesse und mehr machen. Egal. Nein, ein Däumchen ist auch ein Feedback, ob man es mag oder nicht mag. Ihr könnt ja auch Daumen nach unten geben, wenn es euch nicht gefällt. Dafür ist das System ja gedacht. Hauptsache ihr interagiert und gibt uns irgendwie ein Feedback. Habe ich Bock, habe ich keinen Bock.
Ich weiß, dass man die Roboter auch mit Wasser übergießen könnte. Aber das wäre ja wieder Profiarbeit. Das wäre ja professionell. Das macht ja keiner. Manchmal backen die Bäume so ein bisschen rum, ne? Manchmal sind sie so, machen dann irgendwie so ein Wasserplatschgeräusch. Ja. Und du denkst, irgendwas ist hier, aber das sind die Bäume, die nochmal umkrachen. Oder ein Baum, der umfällt, das krachen. Liegt daran ja besser. So, wir haben jetzt uns entschieden, wir werden diese Folge mal ohne Schnitte machen. Wir machen einfach Dinge. Wir machen einfach weiter. Weil das Schneiden bei der letzten Folge kam mal von einem Feedback so, man würde doch vielleicht doch ein bisschen verpassen und lieber den Fluss. Unser Problem ist halt immer die Zeit. Wann nehmen wir auf und wie viel Zeit haben wir zum Aufnehmen? Also diese Folge nehmen wir zum Beispiel direkt nach dem Podcast auf, den wir Sonntagabend immer aufnehmen. Und daher auch so karg im Wort. Ja. Du nicht, ist klar. Wir machen jetzt lieber ein bisschen längere Folgen und ihr kriegt ein bisschen was mit. Optimal wäre natürlich, das Ding hier irgendwie zu schnibbeln aufs Interessante, aber jetzt im Moment finde ich nicht, dass eine Länge drin ist, oder? Du baust, ich farme. Ich habe einfach zu tun, ja, genau. Genau, also so ist ja schon immer bei dein Gelaber da nicht anschließen. Imperium gewesen und so weiter. Ja, also muss sagen, Scrap Mechanic ist ein klasse Spiel, es macht unheimlich Laune und du hast vorhin auch nochmal einen Trailer dir angeschaut und hast gesagt... Ja, also das Boot war, ich habe ein Boot gesehen und dachte mir, geil, das ist geil. Da ich jetzt habe ich gerade ganz doll Bock auf Bootfahren. Auf Scrap Mechanic irgendwie. Ist schon wahr. Ja, es sind halt im Moment viele Spiele. Wir haben gerade im Podcast drüber gesprochen. Neben Scrap Mechanic gibt es noch SnowRunner, was uns beiden sehr angetan hat und was wir im Stream sehr intensiv spielen. Und Milch macht müde Minjas munter. Aua, aua, aua. Ach so rum. Jetzt verstehe ich, was du meintest. Mit dem Motor, mit dem Dings. Von was? Mit dem Fahrzeug. Hä? Mit meinem Sitz. Das ja, du bist... Ja, ja. Genau. Mhm. Ich dachte, du willst einfach das Ding lenken. Mit einer langen Motorhaube, aber es wäre... Irgendwie lustig, aber nee. Also was ich gemerkt habe, breite Hinterachse macht gar nicht so viel Sinn. Weil umso breiter das Ding ist, umso mehr schiebst du ihn praktisch um die Kurven, weißt du? Mhm. Ja, ich habe jetzt also beides gleich breit. Was das Geheimnis ist, damit das Fahrzeug stabil fährt, sind Stoßdämpfer. Das ist unser, das muss unser Ziel sein, dass wir Stoßdämpfer bekommen. Also wir haben ziemlich viele Ziele. Du willst damit immer so viel auf einmal. Naja, es fährt einfach besser. Klar, weil wir jetzt Kinder herstellen können, weil wir eigentlich einen Foodprozessor brauchen, weil dein Kollege, dein Kompandre, ja, ich ja ständig sterbe. Wieso tust du so? Also wirklich wahr. Leb doch mal. Bemühe dich doch mal. Na, geh dir hören und sehen. Da kribbelt's. Dieses nicht mehr. Kribbeln im Bauch. Das will ich doch auch. Nee, das war... Schöne Jazz-Musik. So, Testfahrt. Sind wir schon soweit? Kommst du zu mir? Siehst du mich? Achso, Testfahrt, aber... Benzin. Würdest du, bevor du losfährst, den Dünger mitbringen? Den Dünger? Hm, diese. Der könnte diese, wo diese sein? Diese Sprühfläche in dem Stahlschrank, wenn man reinkommt, gleich links. Da drüber, meinst du? Der einzige Stahlschrank sozusagen. Das ist Fertilizer, 7 Stück, ja. Das genau, drüber die mitbringen. Hast du noch mehr? 7 Stück. Mehr nicht, okay. Hast du noch was einstecken? Den vielleicht auch noch nicht betanken? Nee. Wir können da rüber. 10. Dann machen wir so. Nochmal 9. Hinterachse noch, mehr Druck oder hast Vorderachse? Du noch Holzblöcke? Vorderachse. Würde ich mitbringen gleich, ja. Weil ich habe jetzt meine verbraucht für dieses kleine, feine Feld hier. Kann man leider nicht markieren auf der Karte. Es fehlt so ein bisschen Orientierung. Haben wir schon mal beim letzten Mal angesprochen. Irgendwie könnte da... Oh, ich bin erschlagen worden vom Baum. Richtig. Ich wusste gar nicht. Ja, nicht tot. Also einfach nur, der macht so, wie wenn er hart springt. Und wir müssten eigentlich diesen Automatik-Grinder machen, damit wir das Holz schneller wegkriegen. Ja, Minias. Hm? Also, aber jetzt machen wir erstmal. Da sind so viele Müssten. Ja, müsste, hätte, wollte, könnte. Aber jetzt haben wir erstmal. Genau dieses Geräusch macht er. So wie er nicht. Danke, Herr Fleischermann. Ja, ich hab hier vorne so einen Spoiler-Anbau. Um andere Kollegen zu... Ja, genau, einfach wegzudröschen. Hier, willst du Holz haben? Nee, düng mal bitte da hinten und setz mal das Holz dran, so waagrecht an den... Ich baue noch ein bisschen ab. Wo ist denn da hinten? Ach, da. An dem Baum habe ich es gesetzt, an dem fetten. Ach, da drin.
Genau. Und dann muss ich hier einfach eindüngen. Oder was? Ja, jedes, was du kannst. Maus, ja. Wir haben ja 8 Stück und 7 mal Dünger, also hält sich in Grenzen. Wir müssen halt jetzt ein bisschen auf Loot-Tour gehen, würde ich sagen. So. Aber du willst jetzt keine Holzblöcke haben, ne? Nee, du kannst sie dran bauen an den Garten, so mit diesem nach außen, dass die Roboter sich halt ein bisschen bemühen müssen, da unser Beet dran zu kommen. Ja, alles klar. Naja, arbeiten. Nee, das ist schon Liebe, ist Arbeit. Ah. Schon wahr. So, wieder alles hoch und dann willst du, da sieht der Holzblocke draußen. Naja, ich habe ja auch was, was ich gern wissen würde, ist dieser Holzblock genauso stabil, wie wenn ich jetzt hier, guck, wenn ich jetzt diesen Balken dran klebe, ist das dann, also ist das die, ja, der Rohbalken sozusagen, hat er die gleiche Stabilität wie der einzelne Holzblock, der da steht? Das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Okay, wir lassen das Beet mal so, es ist gedüngt, würde ich sagen, oder? Es ist gedüngt, genau. Es ist gedüngt. Und wir haben so ein kleines provisorisches, hoffentlich nicht Spawn-Beet gebaut. Wobei, ich habe hier noch. Ich habe noch 103 Netze. Ja, dann. Netzblöcke. Machen wir vielleicht mal noch so ein. Weiß ich nicht. Und so vom Landesinneren. Ja, oder so, die dran, genau. Müssen sie auch kaputt schlücken. Schlagen, wollte ich sagen. Also, so machen wir das jetzt hier, ne? Also, das ist schon auch zur Absicherung gedacht. Hier, dein. Ja, ich schab dann doch mal den Balken hier weg. Ja, das war jetzt mein Konzept, ob das aufgeht, wenn wir sehen, wenn wir wiederkommen, beziehungsweise wenn hier irgendwelche random Farmbots rumrennen. So, also meine Idee ist einfach so, dass sie sich waagrecht länger durchschlagen müssen, als wenn wir hier eine senkrechte Wand hinbauen. Weißt du, das müsste eigentlich auf diese Höhe gehen, hoffe ich mal. Wir werden es aufs Beet getrampelt, kaputt. Achso, das ist jetzt auch nur ein Test. Die Höhe kann sein, dass sie ja nicht passt. Das weiß ich nicht. Sie müssen sich auf jeden Fall mehr durcharbeiten und nur durch eine Schicht. Wie oft und ob das hinhaut, wir werden es erleben. Keine Ahnung. Also kann ich dir im Moment nicht zu sagen. Das ist einfach nur so ein Test. Ich weiß, dass sie sich auf jeden Fall, dass sie sich weniger, dass wir halt das Material sparen, wenn wir es so aufbauen, wie wir es jetzt aufgebaut haben. Ich würde sagen, ich steig mal ein, wa? Ja, komm mit jetzt. Gibt es eigentlich eine Karte? Ich habe einen Sprit eingefüllt, den wir hatten. Okay. Dann sollten wir vielleicht erstmal Sprit herstellen. Dann lass uns doch jetzt zum Ende der Folge noch ein bisschen Öl tauchen gehen, damit wir das herstellen, damit wir Benzin herstellen können. Na gut. Unterwegs nicht. Ja, fährt aber wirklich gut. Es sieht aus. Ey, es rollt weg. Nein. Oh Gott. Oh, warte. Oh. Fahr rückwärts. Nicht mich. Ich mach gar nichts. Man kann auch irgendwas upgraden, sehe ich gerade. Hier, dein Stuhl kann man upgraden. Wahrscheinlich zu dem normalen. Ja, so steht er doch. Wunderbar. Er sieht doch gar nicht so schlecht aus, was du da gebaut hast. Ey, sag mal. Sieht cool aus. Mich aber, also, sag mal. Vor allem diesen stilisierten Auspuff aus Gitterdraht. Der ist kein Auspuff. Weißt du, die... Also der, ja, stimmt. Und auch hier diesen Kuhfänger vorne dran, finde ich irgendwie... Ich finde, das hat Stil. Hat Stil. Danke. Ich bin... Thirsty. Ich wünsche mir jetzt, dass das Ding im Licht steht, dass man einen schönen Screenshot machen kann. Aber ich fahre das Ding einfach um. Okay, dann werde ich derweil nach Öl tauchen. Ja, wenn ich Screenshots mache, das ist wichtig. Mann. Oh, über den Mais gefahren. Es könnte sein, dass die Achse sich verabschiedet hat. Brauchen wir den Kleber für Öl auch? Glaub nicht, ne? Ne, Kleber brauchen wir grundlegend bei dem Spiel. Einfach, um andere Sachen zu craften. Ja. Aber das war's auch. Ich höre unter Wasser Stimmen. Du hörst Stimmen? Ja. Wie Stimmen? Wir sind nicht in Green Hell hier. Du hörst richtig Stimmen. Ja, aber so schemenhaft im Hintergrund. Jetzt. Hast du vielleicht irgendwie das Handy noch an? Oder? Hier? Ist das bei dir? Echt? Ich sterbe schon wieder. Ich komme. Wieso? Was brauchst du? Ja, Essen. Milch. Wo bist du? Ich sehe leider deinen Namen nicht. So still hier unter Wasser. Bin am Auto. Es gibt übrigens Viecher unter. Ich komme raus. Es gibt Viecher hier im Wasser, die irgendwas, was leuchtet, was man im Karton aufziehen kann. Vielleicht haben wir uns auch, hat man uns auch einen Bären aufgebunden. Wo bist du? Ich bin auch am Auto. Bin am Bienenwachs. Komm her, trink was. Hier. Essen und trinken, ne? Essen und trinken. Trink, zieh dir die Milch rein. Ich kann dir dann auch nicht mehr bieten. Nein. Bist du gestorben? Nein.
Aber jetzt, ich habe jetzt ein Viertel Essen. Ein Viertel noch. Naja, aber du stirbst nicht. Das ist doch die Hauptsache. Ja, aber wie lange hält denn ein Viertel Essen, Freund? Komm jetzt, lass. Weniger als ich satt zu essen. Genau. Ja. Oh, wow. Hast du Öl besorgt? Ich habe ein bisschen Öl. Wie viel Haik? Wo ist es? 3? Ja, 3 erlangt nicht. Ich glaube, du brauchst allein 3 oder 5. Ja. 5, um einen Benzintank herzustellen. Wir müssen noch mehr besorgen. Achso, ich bin ja gestorben zwischendurch, genau. Da hinten. Mal sehen, ob ich jetzt wieder Stimmen höre. Aber ich höre mal rein. Hilfe. Meinst du, Willi ist hier reingerollt? Hilfe. Oh, hier ist eine Höhle. Ah. Dude, hier ist eine Höhle. Versprochen ist hier eine Höhle. Okay. Und? Ist da Willi drin? Da ist auf jeden Fall ein Tier. Ja, hol das. Das ist das, was die Zuschauer im Livestream gesagt haben, dass wir es da irgendwie... Was kann ich damit machen? Nimm's mit. Ich kann es nicht mitnehmen. Da müssen wir einen Karton. Wir müssen einen Karton craften. Doch, aus ich hab's genommen. Nimm mit. Was ist das für ein Tier? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Ich sehe dich alleine. Siehst du mich? Ich sehe dich, ja. In welche Richtung? Du musst Richtung Auto und drüber hinaus. Ich bin quasi. Du bist nach links ins Wasser gesprungen. Ich bin nach rechts vom Auto aus. Ich traune. Hast du das Tier dabei? Mhm. Und hungry, na super. Hast du noch eine Milch? Nein, gell? 100%ig nicht. Ah, du hast einen Mais aufgesammelt, oder? Richtig? Ja. Sehr gut. Wo ist das Auto da vorne? Lass uns mal wieder zurück zur Basis. Ich bin am Auto. Ich fahre das Fahrzeug jetzt dahin, wenn du jetzt nicht irgendwie... Ich bin da. Bin da. Bin vor dir. Vor dir. Wasser. Ach so. Okay, ich kann leider nichts für dich tun. Genau, das wurde mir gesagt. Und das müssen wir irgendwie aufziehen. Steig ein. Fahr. Okay. Achso, kann ich es hinsetzen? Ja. Nein, es wird. Bleib sitzen. Nimmst du mir in die Hand. Nimm das Leuchtet. Los. Okay, Fahr. Oh Gott, es ist groß von mir. Es ist in meinem Gesicht. Was? Keine Ahnung. Steh hinter Bleibst dir. Du drauf? Ja. Es ist Allrad, also permanent Allrad. Aber es klingt auch irgendwie schwierig, meine Damen und Herren. 60% auf der Vorderachse. In der Dunkelheit geht es zurück zur Basis. Ihr werdet nicht mehr viel sehen. Wir verabschieden uns aus einer Folge mit Leuchtdingern, einem Beet, einem knatternden Bullenfänger. Und Herr Fleischhammer, es war mir ein Fest. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Hilfe!